Ulysses plant etwas. Ich verrate es dir. Nur... Sie sind voller Sünde. Ich wollte das nicht. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Hast du gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Haben sich wieder ins Mittelalter zurückkatapultiert. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester, ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Oh, ich denke, ich werde sterben. Dann willst du sie belauschen und dann kommen die genau auf dich zugelaufen. Sie sind voller Sünde. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Alle ausschwärmen. Seht nach, wer hier ist. Niemand. Eklig. Lasst euch von ihr führen. Ja, warum nicht? Verdammt.
Ich glaube, das müsste der letzte sein. Ne, da sind noch zwei. Wer will was von uns? Verschwinde. So, pfeift jetzt noch jemand? Ja, scheiße, ey, wie viele sind denn hier? Ich glaube, ich muss da oben durch. Jetzt muss ich, wenn ich mich erschrecke, männlicher mich anhören, sonst erschreckt sich der Koch. Vielleicht kommt ja keine Stelle mehr, wo ich mich erschrecken muss. Meine Angst war ja, mich zu erschrecken, wenn es schellt, aber... Deshalb habe ich ja schon mal Pause gemacht. Warum sich das Krankenhaus eigentlich nicht mehr? Nix im Gebäude.
meinst du? Okay, da ich die alle töte, weil die gehören einer Sekte an. Okay. Ja, deshalb. Die sind alle verblendet. Unglaublich. Wird auch an der imperialen Cola genuckelt. Doch, verschossene Pfeile kannst du auch aus Gegnern wieder rausziehen. Du musst aber einen Headshot machen jetzt, Brunftzeit. Aber wenn die auf den Körper gehen, zerbrechen die. Geil, mit mir im Nahkampf zu kämpfen. Verdammt. Hier lagen doch irgendwo noch Medkits. Ach ja. Nicht.
Das war nicht der Vater von Abby, dafür hat er viel zu wenig Muskeln gehabt. Scheiße nochmal. Okay. Krankenhaus. Ich komme nie dazu. Nee, gerade nicht. Du musst mich nicht mit Kirschen füttern. Nö, alles gut. Versuchen wir's. Du willst ja nur, dass dein Arm Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Du kannst sie auch werfen, ne? Selbst auf der Distanz, glaube ich, wirst du in mein Auge werfen. Ist jemand bei ihm? Nö, ich führe Selbstgespräche, wie sonst auch. Ah, ein neues Buch zum Lernen. Organische Chemie, 11. Edition. Geil, so ein Buch habe ich sogar auch noch drüben. Ne, oder habe ich die weggeschmissen von meinem Studium? Könnte sein, dass ich noch das drüben liegen habe. Sprengpfeile anfertigen. Die sind dann wahrscheinlich nicht mehr so leise. Moment, da unten hat auch was geblinkt. Ach ja, stimmt ja. Von hier sind wir ja gekommen. Jetzt konnte ich wenigstens noch was aufsammeln. Sei lieber noch da, Nora. Meine Lieblingswaffe ist nicht der Molotow-Cocktail. Rowdy. Er ist halt sehr effizient. Vor allem, weil die Gegner erstmal abgelenkt sind, wenn sie brennen. Eigentlich ist Pfeil und Bogen meine Lieblingswaffe. Aber in 1 war es irgendwie besser.
Auch wenn es nicht viele Pfeile zu finden gab. Weil du keine selbst produzieren konntest. Ich hab schon gesehen, dass du da unten durchs Loch kannst. Ein Save. Ja, in 1 kannst du mit der Hilfslinie zielen vom Bogen. Ah, da ist ein Zettel. Komm, ich höre zu den unmöglichsten Zeiten Schüsse. Wir haben niemanden, der uns vor diesem verrückten Kult beschützt. Wir können nicht abwarten, bis die WLF uns findet. Wir müssen zu ihrer Basis und uns ihnen anschließen. Ich habe schon ein paar Vorräte im Safe verstaut. Ich will jetzt die beste Route auskundschaften und komme bald, sobald wie möglich, mit einem Plan zurück. Pass auf dich auf, MK. Fast vergessen, der Code ist 385523. Juhu, Kram. Spare ich jetzt für den Entfernungsmesser. Ich glaube, der hört Musik.
Mucks von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenne ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Sie räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Das war dumm. Die ist mir ins Messer gelaufen. Das, wenn die Hotline Miami spielt.